Mittwoch, 19:28 Uhr, 57 mm. Scott Shelby hängt mal am Schreibtisch. Mal eine kleine Abwechslung. Kennt man so gar nicht. Das erste Mal, ne, dass man am Schreibtisch erleben. Ah je. Ne, du hast doch nicht etwa getrunken. Die ganzen Berichte vermutlich. Ja. Schau mal an den Schreibtisch, was er da alles hat. Er war mal Polizist? Interessant. 1336. Er hat sich wohl aus dem Staatsdienst verabschiedet, weshalb auch immer. Ja, der Inhalator, ja, okay. Brauchen wir, glaube ich, nicht im Moment. Und die Whiskyflasche, natürlich. Na komm, mal ein Schlückchen nehmen, genau. Ah. Eine benutzt ein Rasierwasser, der andere nimmt mal ein Schlückchen. Tja. Na komm, steh auf. Scott Shelby. Alte Saufnase. Was haben wir da? Akten. Okay, sind wohl nicht relevant. Dann werden es die auch nicht sein, genau. Okay, schauen wir mal, was er denkt. Alle Zeitungen schreiben über Sean Mars, den verschwundenen Jungen. Ich habe mit den Eltern aller Opfer gesprochen und habe nur ein Telefon und einen Karton mit Origami-Figuren. Die verdammte Feuchtigkeit nimmt mir die Luft. Hoffentlich hört der Regen bald auf. Die Pause war nötig. Ich schlafe schlecht, seitdem die Morde wieder begonnen haben. Ich kenne doch jemanden, der schlecht schläft. Ah? Gute Madison Page schläft genauso schlecht wie du. Da ist ein Büttel. Polizei. Uniform. Okay. Was? Er sagt nichts dazu? Keine Geschichte? Schade. Das wäre jetzt interessant. Ne? Warum er aufgehört hat bei der Polizei. Da ist auch nochmal ein Inhalator. Na, so, was haben wir da noch? Na gut, da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch duschen, aber das... Nö. Wieso denn aufs Klo gehen muss ich auch nicht? Nö. Okay, hätten wir noch den... Oh! Wollte gerade sagen, jetzt schauen wir noch den Schrank an, aber nachdem es klingelt... Moment. So, okay. Das ist vermutlich hier. Ich hey. Sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Miss Winter! Kann ich rein? Klar. Hättest du auch anrufen können. Lauren war der Name, gell? Lauren Winter. Ich nehme den Mantel. Ein Drink? Gerne. Ein Wasser. Bitte. Setzen Sie sich. Ein Wasser, okay. Ist hier die Küche vielleicht? Ja, hier ist die Küche. Gut. So. Okay. Ach, ein Leitungswasser. Mineralwasser gibt's da nicht.
Na dann. Hoffentlich habt ihr gutes Trinkwasser. So, hier, schau mal. Danke. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kam an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun, richtig? Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Tja, das ist das gleiche wie bei Susan, wie hieß sie, Boyles oder so mit der Emily, ne? Da hieß es auch. Da kam was und der Mann war dann sofort weg. Und Ethan hat ja auch so einen Brief gekriegt. Alan Winter. Okay, der Brief wird immer an die Väter geschickt. Abgeschickt aus dem Carnaby-Bezirk. Ein Tag vor Johnnys Verschwinden. Also es war kein Zufall. Er ist nicht zufällig entführt worden, sondern das war gezielt. Genauso wie bei Sean. Das war auch gezielt. Also es werden nicht wahllos Kinder entführt. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Wie alte Maschine? Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Spannend. Sie können mir nicht helfen, Lauren. Das ist keine gute Idee. Wirklich. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung. Pff. Mensch, das ist gefährlich, Mädel. Hören Sie, Ermittlungen wie diese sind gefährlich. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Verstehe. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Halt! Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Partner. Hartnäckigkeit zahlt sich aus manchmal. Naja, 4 Augen sehen mehr als 2. Aber was er mit der Adresse gemeint hat. Alte Maschine. Ist mir nicht ganz klar, was er damit sagen wollte. Sie bleiben besser im Wagen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Ah ja. Okay. Interessant. Offenbar sind wir auf eine Privatparty. Was tun wir hier eigentlich? Wir kommen wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Sein Sohn. Er soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Jetzt geht mir da was. Wie kommt er auf Gordy Kramer? Der Name Kramer ist doch bisher noch überhaupt nicht aufgetaucht. Oh. Jetzt wird's spannend. Geld schwimmen. Glauben Sie, was das ganze Zeug wohl gekostet hat? Lassen Sie uns später über Kramers Deko reden. Bleiben wir lang hier? Ich find's hier irgendwie unheimlich.
Ich suche Gordy Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay? Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann. Naja. Und nicht so viel saufen, ne? Boah, hier schwimmt doch. Ist ja Wahnsinn, was hier alles schwimmt. Ich möchte nicht wissen, was hier so. Naja. Ja, klar. Jetzt, die Mädels sehen alle gleich aus. Schau mal hier, die Blonde. Ist ja witzig. Genau, wir setzen uns mal zu der Hübschen. Okay. Hat sie wohl nicht beeindruckt, ne? Na gut. Hätte ja sein können, ne? Ich glaube, hier wird nicht nur getrunken. Keine Ahnung, was die sich hier noch reinpfeifen. Das war einer, der ist halt lustig. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Alkohol, Weiber und Koks. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. So, da hat sie sich hingesetzt. Alles okay? Mir gefällt sie irgendwie nicht. Haben Sie schon was? Ich will weg. Noch nicht. Gordy ist schwer aufzutreiben. Ich frage weiter rum. Sie warten. Ja, du wolltest mit, Mädel, ne? Selber schuld jetzt hier. Hallo, kennt ihr irgendjemand Gordy Kramer? Haben Sie Gordy gesehen? Sorry, nein. Na, schönen Dank auch. Naja. Verdammt. Ja, die sind auch beschäftigt, ne? Aha. Hey, Mann! Haben Sie was für mich? Sehe ich vielleicht viel viel aus? Verpiss dich! Also wirklich, Junge. Ja, Gott. Tja, das wird zäh, hier was zu finden. Hi! Klasse Party, ja? Hi! Neu hier? Noch nie vorher gesehen. Na? Dann lernen wir uns kennen, Kumpel. Wow, du bist ein netter Kerl. Ich mag dich. Mein Freund, ich mag dich sehr. Der Job hat doch Vorteile. Ich habe einen neuen Freund. Ja, super. Genau so einen Freund willst du, ne? Ah, okay. Wir kommen hier nicht weiter. Okay, ist ihm scheißegal wohl. Es ist ziemlich laut hier, was? Aha. Der ist gut. Boah. Tja. Geht's ja noch irgendwo weiter vielleicht, Leute? Ach, hier, mein Gott. Oh, da ist abgeschlossen. Schade. Da waren wir auch schon drin, da gewinnen wir auch nichts. Ah, die Musik ist echt laut, ne? Ah, hier könnten wir es noch probieren. Hey, Gentlemen. Hi, ich möchte zu Gordy. Gordy ist gerade beschäftigt. Hau ab! Okay. Hey, sag einfach, dass Scott Shelby ihn sprechen will. Okay? Du fängst an, mich zu nerven, Mann. Verpiss dich, oder ich werd sauer. Okay, das war auch eindeutig. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen.
Okay, vielleicht kann uns die Lauren weiterhelfen. Was ist denn jetzt mit Gordy? Er ist oben. Zwei Gorillas stehen im Weg. Soll ich das regeln? Jo, mach mal. Gute Idee. Was wollen Sie machen? Mit den Pumps den Popo versohlen? Ich regle das. Seien Sie nur Startler, sobald die weg sind. Na dann. Hey, Lauren. Oh. Oh, ein bisschen simulieren, gute Idee. Scott, auf geht's, komm. Sehr gute Idee. Miss, sind Sie okay? Hey, aufwachen. Oh, verdammt, ich bin falsch gelaufen, Mist. Schon wieder jemand mit einer verdammten Überdosis. Nicht Idiot. Falsche Abzeugung genommen. So, ich gehe da mal ganz unauffällig vorbei hier, ne? Wir müssen sie rausschaffen. Ja, Scott, was ist los, Mensch? Okay, hat uns die Lauren doch gut geholfen, dann zum Glück haben wir sie nicht weggeschickt. Okay, da unten ist sie. Jo, sie setzt sich wieder hin. Alles klar, Lauren. So, dann schauen wir mal hier oben rein. Aha. Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Ich glaube, das hat keinen Sinn, Scott. Macht doch die Glotze aus. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown in ihrer Limousine. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Ich weiß, Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater. Er schaltete sich ein und der Fall war erledigt. Ich möchte wissen, wie es wirklich war. Nur um sicherzugehen, dass Sie nicht der Origami-Killer sind. Haben Sie verstanden? Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust.
Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Na? Der Mufiopor. Nehmen wir schön auf die Murmel hier. Oh, gerade noch. Oh, der hat eine Gnade, Vorsicht. Ups. Mist. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Mhm. Mittwoch, 19.42 Uhr, 57,86 Millimeter. Ethan Mars ist angekommen am Kraftwerk. Da sollte er ja hin. Die zweite Aufgabe. Sind Sie bereit zu leiden, hieß es. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Na? Kriegst du nicht auf, gell? Nee. Okay. Was zur Hölle soll ich hier? Da können wir, glaube ich, rein, da drüben, ja. Oh, schau mal hier. Origami-Figur. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Oder, naja, was heißt Origami-Figur? Ein Schmetterling. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Naja, mit diesen Schmetterlingen will man uns wohl signalisieren, dass es hier reingeht. So, ja, und? Kommst du da? Geht nicht, oder was? Ah, hier. Okay, wir sind drin. Ich bin in diesen Kampfsituationen immer so ein bisschen angespannt, weil ich meine, dass es möglich ist, dass die Charaktere auch sterben können. Ich meine mich zu erinnern, dass es so war von der Spielmechanik her. Also es gibt wohl verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu lösen. Und es gibt wohl auch verschiedene Enden. Und ja, eine Besonderheit ist wohl, dass die Charaktere auch sterben können. Wo geht's hier rein? Na, hier nicht. Okay. Oh, da drüben, das Kraftwerk scheint noch zu funktionieren. Es muss einen Weg ins Gebäude geben. Ah, da ist immer noch Spannung drauf. Gefährlich, draußen bleiben, ja. Mhm. Nö. Hä? Oh, da ist ein Loch. Stacheldraht.
Ja, wir sollten nicht hier sein. Oh je. Aua. Geht schon los. Tja, Ethan. Elektrische Kondensatoren. Dem Geräusch nach sind sie noch aktiv. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem weiteren Symbol. Gut, hier ist die Straße, dann wird es wohl hier lang gehen. Da geht's auch nicht weiter. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier keinen Hinweis, was uns irgendwie weiterhilft. Da sind wir rein, oder? Ja, hier sind wir rein. Ah, da ist was. Da ist ein Schmetterling. Na? Mir ist immer noch nicht klar, woraus jetzt genau das Leiden besteht, das uns angepriesen wurde. So, ja, mach auf, bitte. Oh, Streichhölzer. Ich soll jetzt da reinkriechen, oder was? Oh, wieso habe ich da keine Lust drauf? Und wir wissen, Ethan Mars hat so ein bisschen Platzangst, ne? Der mag das nicht, wenn es so eng ist. Oh. Okay, die Tür ist zu. Oder naja, die Luke. Oh. Oh je, ich glaube, ich nehme es zurück. Sind das Glasscherben da vorne? Irgendwas Spitzes liegt da. Es können auch Nägel sein, sind Glasscherben. Oh oh. Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes Gefühl. Ja, das wird sich gleich ändern. Ich hätte nie in das Rohr gehen sollen. Jetzt das ist Selbstmord. Jetzt wird's hässlich. Oh. Ja. Ah. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz okay. Langsam. Okay. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Jetzt wissen wir, was das Leiden ist. Oh. Oh, Alter. So, links oder rechts? Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Okay. Ja, und da ist auch... der Schmetterling. Junge, boah. Langsam, 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 langsam.
Hoffentlich gehen die Streichhölzer nicht aus. Okay, nach links. Da ist er nicht zu beneiden. Mein Gott, ist das dunkel. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Jetzt langsam chillen. Da vorne müssen wir uns schon wieder entscheiden. Oh, oh, oh. Ja, ich bin zu schnell. Ich darf nicht so schnell. Okay, nochmal ein Streichholz. Komm, zeig mir den Weg. Nach links. Okay. Rechts, links, links. Jetzt sind wir eigentlich gar nicht großartig weit gekommen, ne? Wenn wir hier fertig sind, kannst du wahrscheinlich im Wertstoffhof in den Glascontainer werfen. Den guten Ethan. Okay, Streichholz, komm. Nach rechts. Ja, da ist das Ende. Für Sean. Komm, Ethan, ein paar Meter noch. Du bist so weit gekommen. Dann schaffst du das auch noch. Dass er die Glasscherben nicht... Ja gut, zur Seite kehren, ne? Mit was denn? Er hat ja keinen Besen dabei und nichts. Ja, da ist man froh über eine Lederjacke. So. Oh. Am Boden natürlich auch noch Glas, ne? Oh, schaut euch das an. Wie er aussieht. Junge, Junge. Okay, ja. Das hat wehgetan. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Ich habe sowieso keine Wahl. Es gibt keinen anderen Ausweg. Das stimmt, du musst da durch. Springen? Oder nicht springen? Scheiße. Ja, durch natürlich. Ich weiß nicht mal, wohin es da geht. Möglicherweise direkt in die Hölle. Da bist du schon. Okay. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Ja, auf geht's, komm. Rein mit dir. Oh, oh, oh. Hochspannung. Na komm, nochmal. Welcher kranke Mistkerl hat sich das ausgedacht? Also mit Ausnahme von David Cage natürlich. Ach du Schande. Ein Labyrinth. Nicht berühren. Ja, guter Hinweis. Sehr lustig. Da ist der Schmetterling. Oh shit. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende, um meinen Sohn zu retten. Okay. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Guter Plan. Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Da muss ich durch, um zum Schmetterling zu kommen. Ich muss viel Blut verloren haben. Kann kaum aufstehen. Also komm, Konzentration. Ich muss mich konzentrieren. Die kleinste falsche Bewegung und ich kriege einen Schlag.
In dem Zustand. Boah. Okay. Hier, Coward, genau, Feigling. Mhm. Also Feigling kann man ihn, glaube ich, nicht nennen. So, schauen wir mal. Hier ist... Da ist nichts drauf hier. Ja, ich glaube, da können wir durchgehen. So, ganz vorsichtig, komm. Das war Nummer 1, aber das war auch einfach, da war keine Spannung drauf. Okay. Da geradeaus ist auch nichts drauf, oder? Ne, ich sehe nichts. Links ist nichts drauf. Gehen wir da durch. Die ist größer. Da ist das Loch größer, meine ich, zwischendrin. Okay. Da ist auch nichts drauf. Zumindest, das sieht für mich so aus, als wäre da kein Saft drauf, ne? Oh, verdammt. Das tat weh. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen getäuscht. Okay, ich probiere es nochmal. Komm. Okay. Da sind wir durch. Nächste Station. Okay, sind wir auch durch. Ich glaube nicht, dass wir uns wieder erlauben dürfen. Okay, da müsste es auch funktionieren. Oh. Okay. So. Gehen wir hier durch. Komm, Ethan, auf geht's. Konzentrier dich, reiß dich zusammen. Okay, wir sind durch. Eins noch. Ja, das scheint sicher. Naja, sicher. Hey. Boah, okay. Er hat's gepackt. Da ist die Speicherkarte. Wasser steigt und steigt. Das könnte Roosevelt heißen unten. Aber mein Gott, doch so heißt jede dritte Straße bei denen, ne? Roosevelt Drive und so Roosevelt Street und hast du nicht gesehen. Oh Gott, Ethan. Da machst du was mit. Aufgabe 2. Erfolgreich. Absolviert. Im Kraftwerk.